Jetzt in Ihrem Buch geht es eben genau Geschichte in Geschichten. Es geht um ganz viele Anekdoten. Wir werden sicher noch die eine oder zwei darüber uns noch unterhalten, was auch spannende Aha-Momente teilweise sind. Und Sie sagen ja auch, oder beziehungsweise steht ja auch in der Beschreibung zum Buch da, dass es eben oft Zufälle, Kleinigkeiten sind, die dann geschichtlich eben diese Auswirkungen haben und Dinge, die wir heute kennen, die für uns heute selbstverständlich sind, tatsächlich ja teilweise auf Zufällen beruhen oder eben auf Einzelentscheidungen, wo man sagt, kleine Ursache, große Wirkung. Sie machen seit 2 Jahren im Studio 2, erklären Sie ja die Welt. Das war sicher mit einer der Gründe auch oder Hintergedanken beim Schreiben dieses Buches. Warum ist es denn wichtig, den Menschen auch anhand solcher kleinen Geschichten ein bisschen unsere Welt zu erklären? Und wie kann das auch helfen in einer so komplexen Zeit, in der wir jetzt aktuell leben? Also ich glaube, dass die Geschichte ordentliche Erklärungen dafür liefert, wie Gesellschaften funktionieren können. Und zwar nicht die Geschichte sozusagen, die nur aus großen Namen und Daten besteht, also die 753 Rom schlüpft aus dem Ei-Geschichte, die ist es nicht. Ja? Es ist die Geschichte sozusagen, die irgendwie von den Menschen erzählt, die Sozialgeschichte ein bisschen erzählt, die eben oft auch dadurch interessant wird, indem man manchmal ein bisschen ins Anekdotische hineingeht und wenn man den Leuten sozusagen irgendwie ein Verständnis dafür liefern kann, wie Sachen geschichtlich zusammengehangen sind, dann verstehen sie auch die Gegenwart besser. Also der Ukraine-Konflikt zum Beispiel, ja. Taucht auf einmal von Putin ein wissenschaftlicher Essay auf. Ja? Den kennt man also als möglich, als Diktator, als Präsidenten, als was auch immer. Aber als Historiker hat man den eigentlich noch nicht gekannt. Und der sozusagen schreibt dann vor 2 Jahren auf einmal einen historischen Essay darüber, indem er schlicht und einfach der Ukraine die Existenzberechtigung abspricht, indem er sagt, eigentlich sind wir alles Russen. Man hat die Ukrainer, die Weißrussen, früher als die Kleinrussen bezeichnet, im Gegensatz zu den Großrussen im heutigen klassischen Russland. Und sozusagen, wenn man sich diese Entwicklung, dieses Geschichtsbild, das aus dem 19. Jahrhundert kommt, ja, wo der Zar sozusagen alle, die dort Russisch oder Ukrainisch gesprochen haben, regiert hat und in Wirklichkeit dann weitergegriffen hat und über alle slawischen Völker eine Art Herrschaft oder auch seine Art Patenschaft, sagen wir heute, übernommen hat. Und daraus ist ja dann auch zum Teil der Konflikt im Ersten Weltkrieg entstanden. Also wenn man sich das historisch anschaut, wie war es im 19. Jahrhundert, dann versteht man manchmal das 21. Jahrhundert und das Agieren von Putin heute besser.